Macht China gerade einen großen Fehler? Einen Fehler, der so groß ist, dass er nicht nur eine Gefahr ist für das chinesische Wachstum und damit für chinesische Aktien, sondern auch ein enormes Risiko für die Weltwirtschaft. Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich beziehe mich heute auf ein Video von meinem sehr geschätzten Kollegen Sebastian Hell. Der hat hier auf YouTube eine Studie von der Eurasia Group vorgestellt mit den 10 größten Risiken für die Weltwirtschaft im Jahr 2022. Und das Risiko Nummer 1 laut dieser Studie, und das ist hochinteressant, das sind jetzt nicht irgendwelche geopolitischen Konflikte, sondern es ist die chinesische Null-Covid-Politik, also die Weigerung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu akzeptieren, dass man Covid-19 jetzt nicht mehr eindämmen kann, sondern dass man irgendwie damit leben muss. Die übrigen 9 Risiken, die verrate ich hier nicht. Sie sollen sich das Video vom Sebastian ja auch noch anschauen. Auf seinem Kanal Hell investiert. Hier ein kleiner Blick ins Video. Er hat ja, wie er selber sagt, wegen diesem brisanten Thema extra ein Poloshirt angezogen in der Warnfarbe Rot. Und er kann es tragen. Ich bleibe aber dabei, das eigentliche Warnsignal ist hier natürlich im Hintergrund auf der Leinwand das Schrotflintenmassaker. Ja, der tut noch immer so harmlos. Aber der Sebastian leistet hier auch viel. Von ihm habe ich zum Beispiel auch als erstes erfahren, dass gerade das Bundesfinanzministerium unter der Leitung ja von Robert Habeck völlig überraschend die KfW-Förderung für energieeffiziente Häuser und Haussanierungen gestoppt hat, wegen der zu hohen Nachfrage. Da muss man wirklich mal sagen, Hut ab vor der neuen Bundesregierung. Die erste Regierung seit Jahrzehnten, die bei dieser ganzen Klimawandel-Hysterie endlich auch mal klare Kante zeigt. Auch Klimaschutz hat seine Grenzen, meine Damen und Herren. Den schweinereichen Hausbauern auch noch Förderung in den Hintern blasen, so haben wir nicht gewettet. Aber wie auch immer. Es geht ja hier um was ganz anderes, um das laut Eurasia Group größte Risiko für die globale Wirtschaft, das von China ausgeht. Sie wissen es sicher, China verfolgt da bei Covid-19 eine völlig kompromisslose Politik. Sobald das Virus irgendwo auftaucht, da werden Fabriken dicht gemacht, da werden ganze Häfen dicht gemacht, ganze Millionenstädte auch abgeriegelt. Das neueste Beispiel ist Tianjin, da gab es 40 Corona-Fälle jetzt und jetzt werden da 14 Millionen Einwohner zwangsgetestet. Oder Xi'an, wo die Terrakotta-Armee ist, 13 Millionen Stadt, wochenlang auch jetzt in einem schweren Lockdown gewesen. Und bekannt geworden ist auch ein Fall von einer jungen Chinesin aus Zhengzhou, die ein Blind Date gehabt hat mit irgendeinem Typen und dann tagelang bei dem eingesperrt war, weil plötzlich Ausgangssperre war. Und in China, da heißt Ausgangssperre, Ausgangssperre. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single bei der Provinzregierung von Zhengzhou. Wir hier bei uns, wir würden natürlich Freudentränen weinen, wenn wir so niedrige Infektionszahlen hätten wie in China. Aber das Ganze hat natürlich seinen Preis auch. Und Omikron ist eben auch in China angekommen mittlerweile. Und da stellt sich natürlich jetzt schon die Frage, wie soll das da weitergehen? Also sperren die irgendwann mal das halbe Land wieder zu? Hat ja dann Folgen. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. China ist die Werkbank der Welt, ist der größte Umschlagplatz für Waren, auch ist der wichtigste Handelspartner unter anderem von Deutschland und ist auch der größte Verbraucher von den meisten Rohstoffen und Industriemetallen, zum Beispiel fast 50% von der globalen Kupfernachfrage. Damit kann das eben alles gravierende Folgen haben für das Wachstum und für die Aktienmärkte in China, aber auch bei uns.
Wir bei uns, wir haben ja sowieso schon erhebliche Probleme mittlerweile. Die Bundesbank sagt, dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal wahrscheinlich wieder geschrumpft ist. Zum Teil natürlich wegen unseren eigenen neuen Kontaktbeschränkungen, die wir da gehabt haben, aber eben auch sicherlich wegen den Lieferketten. Das war es also schon mit unserer großartigen Erholung hier. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, sind steigende Preise. Aber wie sieht es in China aus? Auch das chinesische Wachstum geht deutlich zurück. Hier die letzten 3 Jahre jeweils das Quartalswachstum zum Vorjahr. China hat sich wahnsinnig schnell erholt von Covid-19 dann. Also die Eindämmungspolitik, die war erstmal ein großer Erfolg. Es hat nur ein einziges Quartal gegeben mit negativem Wachstum. Und dann im ersten Quartal 2021, ein Jahr später, da war das Wachstum dann am höchsten mit 18,3%, vor allem durch den Basiseffekt. Es geht von da an aber wieder stark runter. Auch wegen Basiseffekten, aber eben nicht nur. Im zweiten Quartal waren es noch 7,9%, im dritten Quartal dann nur noch 4,9% und jetzt im vierten Quartal dann wirklich nur noch 4,0%. Das ist für chinesische Verhältnisse wirklich nicht mehr viel. Da könnte man natürlich schon denken, da haben die Fabrikschließungen und die Hafenschließungen da sicherlich auch ordentlich mit reingehauen. Nur die Industrieproduktion, die ist eigentlich noch relativ gut gelaufen. Die ist im Gesamtjahr um 9,6% gestiegen und auch im Dezember noch um 4,3%. Also auch da noch überdurchschnittlich. Und gerade die Exporte, die brummen sogar noch richtig zurzeit. Die sind im Gesamtjahr um fast 30% gestiegen und im Dezember immer noch um 20,9% zum Vorjahr. Und dadurch hat China im letzten Jahr auch einen neuen Rekordhandelsbilanzüberschuss wieder erzielt von 676 Milliarden Dollar. Es ist also ein Mythos, dass aus China jetzt keine Waren mehr rausgehen würden. Es geht vielleicht nicht so viel raus, wie die Handelspartner sich das gewünscht hätten. Und man muss ja auch bedenken, auch China leidet natürlich unter hohen Rohstoffpreisen und dem Halbleitermangel, unter anderem die Autoindustrie, ja. Und Halbleiter sind was, das China einführen muss, wo sie auch stark abhängig sind vom Ausland. Und darum unternehmen die ja diese ganzen Wahnsinnsanstrengungen gerade, dass sie auf Teufel komm raus jetzt eine eigene Halbleiterindustrie hochziehen wollen. Und zum chinesischen Halbleitersektor, da haben sie von uns ja vorgestern einen Zukunftsmärkte-Report bekommen, inklusive entsprechende Aktien. Können Sie jetzt eben auch noch nachlesen im Archiv. Die Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich nur, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Ist natürlich im Moment schon ein interessanter Sektor. Aber abgesehen davon, also Industrie und Export sind in China anscheinend gar nicht mal so das große Problem. Was wirklich ein Problem ist momentan, das ist unter anderem der Konsum. Die Einzelhandelsumsätze zum Beispiel, die wachsen eben immer weniger. Da war der Anstieg jetzt im Dezember nur noch bei 1,7%, auch deutlich unter den Erwartungen gewesen. Und man weiß ja auch von den Unternehmen da aus den Daten und Berichten, die Chinesen gehen jetzt wirklich viel weniger zum Beispiel in die Gastronomie und die machen jetzt auch inzwischen im Inland auch wieder weniger Reisen, deutlich weniger. Und wenn das jetzt aber nur an Covid liegen würde, dann müsste ja der E-Commerce-Umsatz zum Beispiel stark gestiegen sein. Aber auch der ist nicht mehr stärker gestiegen als der Gesamteinzelhandelsumsatz. Mit anderen Worten, die Chinesen geben einfach weniger Geld aus im Moment. Teils, weil sie nicht mehr so viel haben mit Sicherheit. Teils auch, weil sie jetzt auch stark verunsichert sind durch Inflation, durch die Immobilienkrise und die fallenden chinesischen Aktienmärkte und so weiter. Letzten Endes natürlich, auch China hat etliche Probleme im Moment, haben wir hier ja auch oft behandelt, also Immobilienkrise, Regulierungswelle im Technologiesektor, die viele Gründer und viele Unternehmen ja mit Sicherheit auch stark verunsichert hat, ist völlig klar. Aber was Covid-19 betrifft, ich will es jetzt nicht kleinreden natürlich, aber ich glaube trotzdem, die wirtschaftliche Belastung dadurch, zumindest bis jetzt, war die noch halbwegs begrenzt.
Und an der Börse merkt man momentan auch nichts davon. Also wenn Sie bedenken, wie die westlichen Börsen ja die letzten Wochen teilweise runtergerasselt sind wegen den Zinsängsten. Und der Hang Seng China Enterprises Index, der ist aber seit Anfang vom Jahr um 6% gestiegen. Das war fast schon ein sicherer Hafen, wenn man so will. Weil natürlich chinesische Aktien letztes Jahr schon stark gefallen sind, das ist das eine. Aber auch, weil man diese Zinserhöhungssorgen in China natürlich nicht hat. Da gab es ja keine Nullzinspolitik. Und da will die Regierung das Wachstum aber jetzt wieder ankurbeln. Und sie hat eben jetzt Spielraum noch für Zinssenkungen und sie macht das auch gerade. Und in gewisser Weise ist das natürlich genau die umgekehrte Konstellation von dem, was wir die letzten 2 Jahre eigentlich gehabt haben. Also auf der einen Seite China, das sich ja schnell erholt hat, das darum auch viel weniger geldpolitische Stimulation genutzt hat. Die kommt nämlich erst jetzt und auf der anderen Seite aber die westlichen Länder, die den Schaden natürlich zugekleistert haben mit viel billigem Geld, wodurch dann da auch die Börsen gestiegen sind, wo man aber jetzt merkt, so geht das auch nicht mehr weiter. Und ich weiß, das ist jetzt natürlich alles sehr vereinfacht und für steigende und fallende Börsen ist auch nicht der einzige Grund immer die Geldpolitik. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich dadurch an den Börsen jetzt das Blatt auch ein bisschen wendet. Und das ist ja auch das, was wir in den letzten Tagen zumindest auch gesehen haben an den Börsen und was viele ja auch überrascht hat. Also Nervosität hier bei uns, aber in China zumindest im Ansatz jetzt eine Erholungstendenz. Und wer sagt überhaupt, dass die chinesische Covid-Politik so falsch ist? Die Chinesen sagen, es ist eine Strategie, die 3 Millionen Tote verhindert hat. Und das ist bei einem Land mit 1,4 Milliarden Menschen auch gar nicht abwegig. Jetzt heißt es natürlich, die Vorteile von dieser Strategie, die gehen zurück und die Kosten steigen. Und das stimmt auch. Nur wir, im Gegensatz, wir lullen uns natürlich auch gerade ein in dem Glauben, wir hätten mit Omikron jetzt eine Variante, die so schwach ist, dass wir damit schon irgendwie leben können. Trotz der immensen Ausbreitung. Also wir haben in Deutschland ja zurzeit 160.000 Neuinfektionen am Tag und in den USA eine halbe Million und jeden Tag auch 2.000 Tote, über 2.000. Also so viel auch mal zur Harmlosigkeit. Ich bin jetzt auch kein Experte oder sowas, obwohl wir ja gefühlt inzwischen alle Virologen sind, mehr oder weniger im Nebenberuf. Ich höre eben nur immer wieder diese Theorien, dass das Virus naturgemäß zwangsläufig jetzt schwächer werden muss, weil es für das Virus von Vorteil ist. Da ist mir die Logik nicht ganz klar, muss ich sagen. Aber auch wenn es so ist, es bleibt trotzdem alles reine Glückssache. Es kann trotzdem immer Mutationen geben, die bösartiger sind. Und die Wahrscheinlichkeit von solchen Mutationen ist dann auch besonders hoch, wenn das Virus eben massenhaft grassiert, so wie jetzt bei uns. Mit anderen Worten, es ist nach wie vor gut möglich, dass wir durchkommen mit unserer Linie und dass wir dann auch froh sind, dass wir es so gemacht haben, während China sich schon ein bisschen zermürbt jetzt mit seiner Eindämmungsstrategie. Aber umgekehrt, noch eine einzige bösartige Variante, die uns jetzt trifft, so wie wir dastehen im Moment mit unseren Nachverfolgungskapazitäten und so weiter und ja auch in unserem geistig-moralischen Zustand mittlerweile. Wenn das jetzt kommt, dann werden wir damit schlicht und einfach nicht mehr fertig, weil wir auch nicht mehr in der Lage sind und das auch nie waren, sowas einzudämmen. Und das ist das Risiko Nummer 1 für die Weltwirtschaft für das Jahr 2022, meiner Meinung nach, und nicht die chinesische Covid-Politik. Und wenn das alles so käme, dann wäre ich persönlich Gott froh, wenn ich in der Zeit in China wäre, selbst dann, wenn sie mich da dann 2 Wochen mit meiner Schwiegermutter einsperren würden, die ja sowieso ganz in Ordnung ist, was ich ja auch schon mal erwähnt habe. Natürlich, auch China steht im Moment vor schwierigen Fragen in der Covid-19-Politik. Wir sollten nur nicht glauben, dass wir nicht vor schwierigen Fragen stehen würden. Aber in China ist jetzt sowieso bald Winterolympiade und das ist erstmal auch das Wichtigste. Da muss alles schön sein und super sein. Man wird also jetzt erstmal noch viel radikaler versuchen, dass man das Virus auch eindämmt und man wird auch Fabriken zumachen wieder, damit der Himmel schön blau ist.
Und Präsident Xi hat ja angeblich sogar Putin darum gebeten, dass er während der Olympiade nicht in der Ukraine einmarschiert. Das wäre schon auch ein bisschen unpassend. Also heißt für uns Bahn frei für den schnellen Russland-Aktienzock. Solange Olympiade ist, kann uns da nichts passieren. Aber Scherz beiseite, also Peking hat das sofort scharf dementiert. Nur, ja, China und Russland nähern sich natürlich im Moment schon stark an, was vor ein paar Jahren noch keiner so gedacht hätte. Während China und der Westen, wo es jahrzehntelang ja eigentlich hervorragend gelaufen ist, jetzt doch immer weiter auseinanderdriften, sich abkoppeln und das Misstrauen wächst eben auch. Und das ist natürlich auch ein Risiko, jetzt kein total akutes Risiko, aber es ist ein mittelfristiges Risiko, auch ein wirtschaftliches Risiko. Und die Covid-Politik von China, die selbstgewählte Isolation auch, die ist dafür jetzt nicht die Ursache, aber die verstärkt es jetzt natürlich. Und leider gibt es aber eben auch bei uns viel zu wenig Stimmen, die das alles bedauerlich finden und die das eben auch so äußern. Tja, viele traurige Themen. Diesmal, nächste Woche wird es dann wieder ein bisschen lustiger. Da geht es dann um Brasilien, um die Wirtschaft und um den Aktienmarkt. Mit einem Ehrengast wieder, General Francesco Ignacio Jesus de Garcia Peña von der 3. Luftlandedivision der brasilianischen Streitkräfte. Der wird uns wie immer wertvolle Einblicke geben hier über die Lage in Brasilien vor Ort. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Denken Sie auch noch an die Gratis-Zukunftsmärkte-Reports von uns auf www.zukunfts-märkte.de. Ganz frisch im Archiv eben jetzt der Report zu den chinesischen Chip-Aktien. Ein Sektor, der von diesen ganzen schwierigen politischen Entwicklungen ja sogar profitieren könnte. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.